Bereich der Mühlstraße. Gegen 3 Uhr wurden wir zu einem Industrievollbrand gerufen. Während der Anfahrt konnte man schon einen Feuerschein sehen. Hat sich bestätigt, also eine Industriehalle im Vollbrand. Das ist richtig, als wir eingetroffen sind, stand die Halle im Vollbrand, also großer Flammenschein, viel Rauchentwicklung. Das war das erste Lagebild. Das ist ein ehemaliges Objekt für Lagerung, für Öle, Lacke und ist aber leerstehend im Moment. Die Feuerwehr hat 2 Abschnitte gebildet, einmal eine Westseite, einmal eine Ostseite. Mit überirdischen Kräften gehen wir von 2 Seiten in einer Zangenbewegung gegen das Feuer vor. Ja, wir haben eine Geruchsbelästigung bisher, die sich Richtung Hagen zieht. Die Nina-Warn-App wird gerade alarmiert, um die Bevölkerung zu warnen. Auch das ist richtig. Wir sind gerade dabei, die Flammen unter Kontrolle zu haben. Wasserversorgung, Einsatzkräfte sind alle ausreichend. Ich schätze mal, wir werden hier noch 3 bis 4 Stunden im Einsatz sein. Die Drohne kann sich aus großer Höhe Bilder, Live-Bilder übertragen. So haben wir eine bessere Lageübersicht und können dann weitere Maßnahmen eingreifen. Wir haben jetzt eigene Kräfte von der Feuerwehr Gilbesberg, ca. 45 Mann. Dazu sind jetzt überirdische Kräfte auch noch nachalarmiert, sodass weitere 20 Personen dazukommen. Auf jeden Fall, das Engagement der eigenen Kräfte, die hier das Wohl der Allgemeinheit über das Wohl, eigene Wohl, Weihnachtsfeier stellen, ist auf jeden Fall ein Riesenlob wert und wir sind stolz auf unsere Einsatzkräfte.